Cause your mama forgot how it hurts so bad. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Webseitenanalyse. Kurz und knackig, wie funktioniert's? Ihr habt uns eure Webseiten geschickt, weil wir, ich glaube, auf Instagram dazu aufgerufen haben. Also wenn du willst, geh auf Instagram, auf die Seite von Mehr Geschäft. Und da haben wir immer mal wieder so Aktionen und so Stories. Und da haben einige von euch uns ihre Seiten reingepostet. Und wir schauen uns die Seiten jetzt gemeinsam an, analysieren die. Warum? Es geht doch um das Thema Online-Kunden gewinnen. Dafür hast du ja auch eine Webseite. Eine Webseite, ich sehe so viele Webseiten, ich nenne die immer Mütter-Webseiten, weil die sind eigentlich gemacht für die Mütter. Also für die Mütter von denen, die es geschrieben haben. Weil da stehen so viele Sachen drauf, die interessieren niemanden, außer die Mutter. Kein Nutzen, keine Zielgruppenansprache, keine klare Positionierung und nichts. Da kannst du es auch lassen. Stattdessen ist deine Webseite ein Vertriebstool, das für dich da ist, deine Kundengewinnung anzukurbeln und auch mithilfe des Internets maximal zu automatisieren. So, und in dem Sinne gucken wir uns die nächste Webseite an. Tom Wettstein. Tom, du warst so nett und hast uns deine Webseite geschickt. Von daher, wir dürfen das hier alles zeigen. Worum geht's? Wir gucken uns das jetzt zusammen an, ganz spontan. Also, wir kommen auf diese Seite und sehen erstmal eine fette Headline. Deine Kreativität war schon immer da. Wir helfen dir, sie zu entfalten. Okay, ich verstehe, es geht um Kreativität. Dann unsere Mission ist es, dir als Musikproduzentin oder Beatmaker, okay, also Zielgruppenansprache, das finde ich gut, zu zeigen, wie du mit dem bewährten Fünf-Säulen-System clevere Kompositionen, saubere Aufnahmen und kraftvolle Mixes und Masters produzierst, damit es wie bei deinen Vorbildern klingt. Okay, das ist gut. Ich glaube, also rein werbetexttechnisch macht dieser Text ja viel richtig, das ist gut. Du kommunizierst einen starken Nutzen, du adressierst die Zielgruppe, du nutzt ein Vehikel, ne, das bewährte Fünf-Säulen-System und du adressierst ein Hinzu, ein starkes Hey, damit es wie bei deinen Vorbildern klingt. Das ist so rein technisch schon mal sehr, sehr gut. So, jetzt machst du noch ein paar Sachen ziemlich gut, indem du schon mal ein Video hier hast. Eine kurze Frage. Du bist Musikproduzentin, Beatmaker oder Musiker und dein Ziel ist es, endlich radio-clubtaugliche Musik zu produzieren? Dann wird das Folgende besonders spannend für dich sein. Sehr cool. Also ich erkenne da sogar meine Struktur wieder, glaube ich. Tom, das machst du sehr, sehr cool. Also erstmal finde ich es ein großes Kompliment. Stell dich vor die Kamera. Auch du, also wenn du für deine Website. Warum? Die Chefin, der Chef spricht selbst. Geh nach vorne, sei der Klaus Hipp deiner Branche, sagt mein Freund Alexander Christiani immer. Und da ist viel Wahres dran. Weil Menschen kaufen von Menschen. Und deine Message, sei da mal mutig, die selber in die Welt zu tragen. Mit Hilfe eines Videos geht das heutzutage wunderbar und auch sehr einfach. Und dann hast du hier also das Video und rechts daneben die Call to Action. Trage dich jetzt ein und sichere dir den gratis Durchstarterkurs. 5 Stunden Videotraining, die deine Musikproduktion durchstarten lässt. Das finde ich super. Name, E-Mail-Adresse. Achtung, Tipp. Jedes Feld ist conversion-schädlich. Oft. Hier spricht man in der Verkaufspsychologie von Friction. Friction ist ein englisches Wort und bedeutet Reibung. Je mehr Reibung du aufbaust, desto weniger Menschen werden durch das Tor gehen, sozusagen, in dem Falle sich eintragen. Aber umso besser sind die, die sich eintragen. Meine Regel ist eigentlich die, am Anfang des Funnels, hier Eintragung, wenig Friction, wenig Reibung und hinterher immer stärker werden. Also denk mal drüber nach, ob du hier den Namen wirklich brauchst. Vielleicht würde ich es lassen. Sondern nur mit E-Mail-Adresse zu arbeiten. Und dann hier, ja, schick mir den Kurs, Ausrufezeichen dahinter, sehr gut, orangener Button, ist stark conversionfördernd, orange und rot sind die stärksten conversion-treibenden Farben für Button, für Call-to-Action-Button. So, und dann finde ich es auch sehr cool, du hast hier eine Visualisierung, das Durchstarterprogramm, also ne, das machst du sehr gut. Warum? Das Objekt der Begierde wird visualisiert, in dem Fall sogar 3D, dadurch kriegt es was Haptisches, was Greifbares und stärkt und weckt Begehrlichkeit. Und dann arbeitest du mit Aufzählungspunkten. Sehr gut, eine ungerade Anzahl an Aufzählungspunkten konvertiert besser als eine gerade Zahl. Tatsächlich ist das so. Und du nutzt grüne Aufzählungspunkte, das finde ich sehr gut. Wie du die neuen Fans begeistern, wie du sehr. Okay, das heißt, hier hast du ja Nutzenkommunikation. Hervorragend. Ich an deiner Stelle würde hier hinter, nach dem Durchstarterkurs, weißt du, und dann hast du Nutzenargumentation, direkt wieder einen Button machen. Hier muss direkt wieder ein Call-to-Action-Button hin mit eintragen. Warum? Weil du hast gerade gesagt, guck mal, wie cool das ist. Mach. Stattdessen sagst du, guck mal, wie cool das ist. Und ich sag dir noch was, was cool ist. Unternehmen, die schon von Tom profitiert haben. Das ist zwar cool, aber hierhin, an diese Stelle, muss eine Call-to-Action. Unbedingt. Jetzt kommt nämlich, weißt du, weil das hier ist ja verkaufspsychologisch Benefit, rechte Gehirnhälfte, Emotionen.
Und danach muss ein Call to Action hin, weil jetzt hier switchst du um zu Ratio, linke Gehirnhälfte, Beweise. Unternehmen, die schon von Tom profitiert haben. Das ist super. Und dann gehst du in einen Werbetext. Ist Musikproduktion wie Raketenwissenschaft? Manchmal kommt es schon. Das ist cool. Schön wenig. Ich sag mal, wenn du einen Text schreibst, maximal 3 Zeilen. Das machst du sehr gut. Die Lösung zwischen Headlines finde ich gut. Eine schöne Visualisierung. Das ist echt gut. Ja, machst du gut. Kann ich gar nichts sagen. Finde ich sehr, sehr gut. Wieder eine Call to Action. Dann, was unsere Kunden sagen. Hervorragend mit Videos. Machst du alles ganz stark. Weiter Benefit-Kommunikation. Orientierung, Klarheit. 3 einfache Schritte. Sehr, sehr gut. Also, liebe Leute, da könnt ihr eine Menge von lernen. Sag ich immer, ne? Zerleg die Dinge, die du sagst, die die Kunden bei dir tun sollen oder deine Interessenten, in einfache Schritte. 1, 2, 3. Nie mehr als 3, weil die Menschen in der Regel gut bis 3 zählen können, dann arbeitet es schwierig. Das steigert einfach die Komplexität. Tatsächlich nachgewiesen, von daher 3 Schritte sind sehr, sehr gut. Ich bewerte jetzt hier gar nicht Optik und Design, das mache ich gar nicht, sondern ich gucke es erst einmal tatsächlich nur unter Conversion-Gesichtspunkten an. Da muss ich sagen, machst du hier sehr vieles sehr, sehr richtig. Ich glaube, ich habe gerade auch umfangreich begründet, warum. Jetzt ist hier eine Sache, die ist kritisch, und zwar die Menüpunkte. Erstmal will ich sagen, warum das kritisch ist. Menüpunkte sind Ablenkung. Wenn deine Webseite ein Vertriebsziel hat, nämlich trag dich ein mit deiner E-Mail-Adresse, dann sollte das das Hauptziel sein. Dann würde ich keine Menüpunkte nehmen. Jetzt ist es nun mal aber auch so, dass eine richtige Firmenwebseite auch Menüpunkte haben muss. Das weiß ich selber. Jetzt gucken wir uns mal irgendeinen Menüpunkt an. Ich greife mal hier Kundenstimmen raus. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das aufgebaut ist. Erstmal halten wir fest, jeder Menüpunkt ist Ablenkung. Und jetzt kommt hier, okay, so ein Fly-In hier für trag dich ein. Das ist prinzipiell nicht schlecht. Weitere Testimonials, jede Menge Testimonials. Das ist alles cool. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber keine Call to Action. Und das ist das große Problem. Du schickst Leute jetzt hier auf diese Menüpunkte und hast auf dem Menüpunkt keine Call to Action. Also mein großer Tipp lautet, hier zum Beispiel auf Kundenstimmen, klar, Call to Action, trag dich jetzt ein. Links die Visualisierung, rechts daneben kurzer Benefit mit Button, hol dir meinen Gratiskurs. Und das echt 4, 5 Mal auf dieser Seite machen. Schick die Leute immer wieder in dein Conversion-Ziel rein und insbesondere auch am Ende der Seite, okay? Ganz, ganz wichtig, weil ansonsten ist das, was du gerade machst, einfach nur Ablenkung. Du schickst ja auf Kundenstimme, ich sage, ja, alles nett und klick, bin ich weg und du hast mich nicht mehr. Ich klick mal hier auf Tipps und Tricks oder was ist das? Das ist hier dein Blog. Okay, cool, hier hast du was Gutes gemacht. Du hast rechts wieder das die Call to Action platziert. Das ist gut, aber jetzt klicke ich mal in irgendeinen Blogbeitrag hier rein und du siehst, ja, hier hast du zwar auch wieder das Ding gemacht, das ist gut. Jetzt scroll ich mal bis zum Ende, ob du da die Call to Action hast. Ja, da hast du sie wieder. Das ist okay. Das ist okay. Also, großer Tipp für euch alle, wenn ihr eine Webseite habt. Jeder Menüpunkt muss konvertieren. Die Startseite muss konvertieren, aber auch jeder Menüpunkt muss zwischendurch und am Ende immer die klare Call to Action des einen, Achtung, einen prominenten nächsten Schrittes darstellen, von dem ihr wollt, dass die Leute das machen. Wenn ihr mehrere Sachen hinwerft, ist das wie bei unserem Hund. Wenn unser Hund Geburtstag hat, das ist ein ziemlich großer Hund, kriegt er immer eine Fleischwurst. Ich habe 2 Kinder. Das heißt, wir nehmen die Fleischwurst und zerteilen die in der Mitte, Stück 1, Stück 2. Und es passiert immer wieder das Gleiche, es sind kleine Kinder. Ich sage, ey Leute, gebt dem Hund das bitte nacheinander. Erst du, dann du. Und dann machen sie Folgendes, sie werfen dem Hund die Wurst hin. Der Hund so, wow, Wurst, stürzt sich drauf, nimmt die in den Mund. Und dann nimmt mein anderes Kind auch ein Stück Wurst und gibt es ihm auch direkt. Und der sieht nur so, oh, ein Stück Wurst. Lässt die eine fallen und stürzt sich auf die. So sind Hunde. Das ist wirklich so. Und jetzt sage ich was ganz, ganz Gemeines. Mit deinen Webseitenbesuchern ist es ziemlich ähnlich. Du hast eine Call to Action und sagst aber auch, ja, aber ich habe auch hier, du kannst mich auf Google bewerten. Ja, und hier, guck mal, lies mal meinen Blogbeitrag. Ja, und guck mal, hier hast du auch noch was. Das sind ganz viele ablenkende Elemente. Das sind alles Stückchen Wurst, die du austeilst, womit du den Fokus von links nach rechts schwenkst und das eigentliche Ziel aus den Augen verlierst. Mach das nicht. Hab eine klare Call to Action und die bitte auf jedem Menüpunkt ganz konsequent mehrfach
am Ende prominent kommunizieren. Ansonsten, lieber Tom, großes Kompliment. Ich finde, das ist eine coole Seite. Mich würde mal echt interessieren, wie sie funktioniert. Ich glaube nämlich ziemlich gut, je nach Traffic-Quelle. Das Einzige, was ich nicht weiß, dafür kenne ich deine Zielgruppe einfach nicht, ist, ob der Text hier den Nerv deiner Zielgruppe trifft. Also ist es das? Denn ein Text ist immer nur dann gut, wenn er für deine Zielgruppe relevant ist. Und relevant ist dein Text dann, wenn er ihnen hilft, wirklich ein brennendes Problem zu lösen und ein brennendes Verlangen zu stillen. Und das kann ich nicht beurteilen, das weißt du nur selber. Kleiner Tipp, wie ihr das rausfindet, durch Marktforschung. Sprecht mit eurer Zielgruppe, interviewt sie, redet. Das habe ich damals bei mir im Kosmetikgroßhandel gemacht. Ich habe erst mit 100 Kosmetikerinnen, Nageldesignerinnen gesprochen, habe sie versucht zu verstehen, wo brennt euch der Kittel, was wollt ihr lieber haben, was lässt euch nachts stundenlang an die Decke starren und so weiter. Je besser du darin bist, das zu verstehen, desto besser werden deine Texte. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Hinterlasst mir einen Kommentar. Abonniert hier den Kanal von Mehr Geschäft. Wenn ihr mir was zurückgeben wollt, würde ich mich total freuen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.